Es war der siebte Tag der Eidechse, 338 Jahre vor Bosbarans Fall, und Mikaitro steckte in den Vorbereitungen für das Ritual der wiedergeborenen Mokosha. Inzwischen war Mikaitro 33 Jahre alt und ihr Leben hatte sich seit dem höchst erfolgreichen Ende ihrer Ausbildung vollkommen gewandelt. Ohne allzu große Überraschungen hatte sie als Jahrgangsbeste abgeschlossen, was nicht unbemerkt geblieben war. Ihr war sehr schnell ein Posten im Gefolge des Palastes angeboten worden, als designierte Vorsteherin des Mokosha-Heiligtums, da die amtierende Vorsteherin inzwischen alt geworden war und Zeit brauchte, ihre Nachfolgerin einzuweisen. Der Umzug nach Beyelonug brachte einen völlig neuen Lebensstil mit sich. Sie hatte Königin Nukudeme kennengelernt und natürlich ihre Hohepriesterin Dalkeshia, von der Mikaitro schon fasziniert war, seit sie die junge Zauberpriesterin damals bei ihrer Ernennung gesehen hatte. Nun die Gelegenheit zu haben, diese besser kennenzulernen, hatte Mikaitro tatsächlich sogar mehr gefreut, als der Königin dienen zu können, wenn sie ganz ehrlich zu sich war. Doch ihr unbändiges Glück war schon nach wenigen Monaten getrübt worden, denn dem Königinnenhof stand eine traurige Zeit bevor. Königin Nukudeme verstarb bei der Geburt ihres neunten Kindes, der kleinen Prinzessin Marishia. Niemand hatte damit gerechnet, dass ihre älteste Tochter Rasesha schon mit 20 Jahren den Königinnenthron besteigen müsste. Aber zumindest war sie, im Gegensatz zu ihrer Mutter Nukudeme, bereits seit ihrer Kindheit darauf vorbereitet worden. Vor 2 Jahren hatte sie ihren zukünftigen Fürstgemahl geheiratet. Amagomer, der bärbeißige Sohn der einflussreichen Zauberpriesterin Alusa. Als Hohepriesterin wollte Rasesha allerdings Dalkeshia behalten, die zuvor schon viele Jahre erfolgreich an der Seite ihrer Mutter gestanden hatte. Raseshas Thronbesteigung war nun 5 Jahre her. Und Mikaitro war nach dem Tod ihrer Lehrerin nun selbst Vorsteherin des Mokosha-Heiligtums. Nun war es ihre Aufgabe, das einzige Mokosha-Heiligtum Alhaniens würdig zu pflegen und jegliche rituelle Praktik zu organisieren. Der Tempel war inzwischen zu ihrem privaten Rückzugsort geworden. Mikaitro schlief und lebte hier und wandelte täglich über das Herz der heiligen Stätte. Einem Hexagramm aus Mondsilber, das eine Bienenwabe formte und das Zentrum des Tempelraums darstellte. Über ihm fing die hochgewölbte Kuppel durch winzige Kristallfenster das Sonnenlicht ein und bildete das Sternbild des Schwarms nach. Jede der 6 Hexagrammecken zeigte auf eine säulenverzierte Nische, der jeweils ein Element symbolisch zugeordnet wurde. Ein brennendes Kohlebecken beherbergte das Feuer. Wasser sprudelte aus einem majestätischen, von Zwergen gefertigten Springbrunnen. Betörende Düfte qualmender Räucherstäbchen machten die Luft für menschliche Sinne greifbar. Erz erstrahlte in Form eines glitzernden Edelsteinmosaiks und ein spektakulärer, schwebender Eiskristall verbreitete seine frostige Kühle. Mikaitro ersetzte gerade das erlöschende Räucherwerk. Guten Abend, Mikaitro. Ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Du siehst beschäftigt aus. Was machst du hier? Bist du nicht eigentlich auch beschäftigt? Ja, richtig. Alusa hat mich gestern zum Gespräch gebeten. Für diese Stunde. Aber diese störrische Pedantin kann ruhig ein Weilchen auf mich warten. Außerdem habe auch ich mal eine kleine Pause verdient, die ich nur zu gerne hier bei dir verbringen würde. Dalkeshia schenkte ihr ein bezauberndes Lächeln, das sogleich ein wohliges Kribbeln in Mikaitros Bauch wie von einem sanft summenden Schwarm Bienen auslöste. Das ist ja schön, wenn zumindest du dir eine Pause leisten kannst. Oh, bitte, Mikaitro. Es sind noch mehr als 10 Tage bis zum Ritual. Reshimia wird dir noch viel Zeit für deine Vorbereitungen schenken. Und trotzdem bin ich schon sehr eingebunden. Zu eingebunden, um mir mal eine Stunde deiner Zeit zu schenken? Du weißt, dass ich mir immer Zeit für dich nehme.
Egal wie unpassend der Moment ist, in dem du vorbeikommst. Wie von unsichtbaren Fäden geleitet, wurde Mikaidro in Dalkeshias Arme gelockt. Dalkeshia duftete immer so wunderbar nach Honig und Lavendel, mit dem sie ihr wundervoll glänzendes Haar pflegte. Ehrfürchtig ließ Mikaidro ihre Hand durch die schwarzen, samtig weichen Strähnen gleiten. Als ihre Lippen sich schließlich fanden und als ihre Zungen sich neckisch berührten, hatte Mikaidro jeglichen Arbeitsplan für den Tag vergessen. Dalkeshia war wie eine Droge, in Form eines überdärischen Geschöpfes mit dem Gesicht eines Menschen. Es war kein Wunder, dass so viele ihr verfielen. Aber dass die Hohepriesterin an ihr Interesse zeigte, verstand Mikaidro bis heute nicht. Immerhin war sie ruhig und hielt sich trotz ihrer großen Begabung stets im Hintergrund. Böse Zungen nannten sie sogar potthässlich. Als ihre Affäre vor nunmehr 10 Jahren begonnen hatte, war Mikaidro sich sicher gewesen, dass es eine schöne, unendlich aufregende, aber zugleich auch nur kurze, begrenzte Zeit werden würde. Ein kurzer Feuerfunken, der rasch wieder verglühen würde, sobald Dalkeshia das Interesse verlor. Das Gegenteil war aber der Fall gewesen. Auf ihrer Reise in Mikaidros Seele hatte Dalkeshia eine ganz eigene Faszination für Mikaidro gefunden, welche sie immer und immer wieder zu ihr zurückkehren ließ, während andere Liebhaber und Liebhaberinnen in ihr Leben kamen und gingen. Mikaidro war ihre stete Begleiterin. Dalkeshia war der schönste aller funkelnden Kristalle, die in der Einecke des Mokosha-Heiligtums glitzerten, und Mikaidro der weich-sanfte Humus, welcher diesen ruhevoll einbetten konnte. Was? Rasch ließen die beiden voneinander ab und fuhren gleichsam zur schweren Eingangstür herum. Merisha! Was soll das? Du befindest dich an einem heiligen... Merisha, was ist los? Mikaidro überrollte ein Schaudern, als sie in die weit aufgerissenen Augen des 5-jährigen Mädchens blickte. Todesangst sprach aus ihnen, und rasch lief Mikaidro auf sie zu, um ihr offene Arme als Zuflucht anzubieten, egal vor welchen Schrecken auch immer sie gerade geflohen war. Komm her! Was ist denn passiert? Schlechter blutet. Da war ganz viel Blut. Was? Königin Rasesha? Ja, er hat sie über den Gang geschleift. Und ein Messer hat in ihr gesteckt. Genau da. Merisha zeigte mit zittrigem Finger auf ihren Hals. Wer? Der Fürstgemahl. Amagomer. Sprachlos starrte Mikaidro die junge Prinzessin an. Was erzählte sie da? War das überhaupt möglich? Behauptete sie tatsächlich gerade, dass sie gesehen hatte, wie ihre Schwester, Königin Rasesha, ermordet worden war? Von Amagomer, ihrem Fürstgemahl, dessen äußerste Pflicht es war, für ihre Sicherheit zu sorgen. Während Mikaidro immer noch versuchte, die Worte des kleinen Mädchens wahrhaftig zu verstehen, war Dalkeshia bereits einen Schritt weiter. Hat er dich gesehen? Nein, ich wollte zu Kagemir. Aber vor seiner Tür stand eine Badi. Und dann habe ich Angst bekommen und bin aus dem Fenster geklettert. Überwältigt sah Mikaidro zu Dalkeshia empor. Amagomir? Das kann er doch nicht. Ich meine, was hat ihn nur geritten? Damit kommt er niemals durch. Doch, die Norbadi lieben ihn. Er hat das ganze Militär auf seiner Seite. Mikaidro, wir müssen Merisha verstecken. Endlich fiel die Lähmung von Mikaidro ab, wie ein gelichteter Schleier. Dalkeshia hatte recht. Wenn Amagomer Königin Rasesha ermordet hatte,
würde sich als nächstes all ihre 8 Geschwister vornehmen, die im Palast lebten. Und vermutlich waren einige seiner treuesten Mobadi bereits auf der unnachgiebigen Suche nach der jüngsten Prinzessin. Ja, folgt mir. Mikaitro lief eilig in den hinteren Teil des Tempels, zwischen Kohlebecken und Springbrunnen. Amagomer kennt alle Geheimgänge im Palast, aber nicht den im Tempel hier. Dann rein mit euch. Mikaitro, du solltest bei ihr bleiben. Nein, Delkeshia. Du solltest das. Du bist Raseshas Hohepriesterin. Sie suchen garantiert auch nach dir. Nun gut. Rasch verschloss Mikaitro den geheimen Eingang wieder. Und schon war sie allein in dem Tempelraum. Und die plötzliche Stille stürmte beängstigend auf sie ein. Für einen Moment dachte sie darüber nach, was sie machen sollte. Welche Möglichkeiten sie überhaupt hatte. Sollte sie in den Palast herübergehen? Versuchen, irgendjemanden der Königsfamilie zu finden, zu verteidigen, zu retten? Sie könnte ihre Magie einsetzen, könnte Amagomer Widerstand leisten. Aber wenn Rasesha tot war und Alkeshia sich versteckte, dann war sie nun neben Alusa die einzige Zauberpriesterin, die derzeit im Palast war. Also, was sollte sie im Alleingang bewerkstelligen? Es brauchte nicht viel Gedenkzeit, um festzustellen, dass nun ihre wichtigste Aufgabe war, das Geheimnis von Marishias und Alkeshias Verbleib zu hüten. Nachdenklich ließ sie sich vor dem Edelsteinmosaik in der 4. Ecke sinken. Und es war genau diese betende Position, in der sie Mikaitro fanden, als 4 Nobadi in den Tempel stürmten. Während sie die Priesterin rasch umzingelt hatten, richtete Mikaitro sich zittrig auf. Es war wichtig, dass sie nun ihre Rolle gut spielte, um jeglichen Verdacht abzulenken, sie wüsste in irgendeiner Weise, was passiert war. Mikaitro, es tut mir leid, dich zu stören. Alusa, was ist los? Bist du allein? Ja, ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen für das Abendritual. Nicht gerade der passende Zeitpunkt, hier mit Nobadis einzumarschieren. Also, was ist los? Du machst mir Angst. Wortlos schickte Alusa mit einem Nicken die Nobadi los, welche eifrig, aber dennoch respektvoll den ganzen Tempelraum absuchten und selbstverständlich nichts fanden. Nach wenigen Minuten, in denen Alusa und Mikaitro sich gegenseitig anschwiegen, kamen sie mit leeren Händen zurück und gesellten sich stumm an Alusas Seite. Unser Land wurde befreit, Mikaitro. Nach so vielen Jahren in untauglichen Händen haben wir den Pfad der falschen Königin verlassen, um den unwiderruflichen Niedergang, in den sie uns hineinführte, zu verhindern. Der Fürstgemahl hat sie nun von ihrem Irrweg erlöst. Amagomer? Ja, er hat unser Land befreit, Mikaitro. Rasesha hat die verhängnisvolle Verblendung ihrer Mutter, ohne zu fragen, einfach übernommen. Sie ist Alkeshias Heuchelei aufgesessen, wie es so vielen von uns erging. Mikaitro wahrte meisterlich ihre Fassung, obwohl sie das Beben ihrer Glieder kaum verstecken konnte. Mikaitro, ich weiß, dass du immer neutral warst, dass dir immer das Wohl der Gemeinschaft am Herzen lag. Bei diesen Worten ging Alusa auf die Knie, während Mikaitro zitternd darum kämpfte, stehen zu bleiben und nicht selbst einzuknicken. Ich bitte um Mokoshas Segen. Da kniete sie, die Mutter des Königinnenmörders, und bat sie um den Segen Mokoshas. Um Mokoshas Segen. Wofür? Dass sie heimtückisch den Tod der Königin geplant hatte?
Es ergab auf einmal so viel Sinn. Der eigentliche Übeltäter war nicht Amagomer. Der Fürstgemahl war nur Mittel zum Zweck gewesen. Es war Alusa, die stets einen tiefen Groll gegen Raseschas ganze Familie gehegt hatte, seit ihre Mutter Nukodeme den Thron bestiegen und sie als Hohepriesterin verstoßen hatte, um dann Dalkeshia zu akzeptieren. Eine absolute Unverschämtheit in Alusas Augen. Ein solch tiefer Bruch ihres Stolzes, dass sie seither Dalkeshia für das alleinige Übel gehalten hatte. Das hier war kein Akt der Gemeinschaft. Das hier war pure Selbstsucht, wie Mokosha sie verdammte. Und wenn sie all dies Alusa nun sagte, ihr egozentrisches Handeln verdammte, es wäre das Richtige in Mokoshas Augen gewesen. Aber hier ging es gerade eigentlich gar nicht um Mokosha, sondern es ging um sie. Es war ein Test für Mikaidro, ob sie genauso exekutiert werden musste wie die Königin oder ob sie noch brauchbar war. Und nun wurde es heikel für sie. Denn sicherlich wäre es ehrvoll und richtig, Abstand von Alusa zu nehmen und als Märtyrerin in den Tod zu gehen. Aber konnte Dalkeshia überhaupt ganz allein für Marisha sorgen? Würde Mikaidro lebend nicht deutlich sinnvollere Dienste leisten können? Für Dalkeshia, für Marisha und damit für Mokosha und ihr ganzes Volk. Was hätte Mokosha also wirklich von ihr gewollt? Mokosha weiß, dass die Gemeinschaft manchmal Opfer erfordert. Sie weiß auch, wann eine ihrer Priesterinnen mit besten Absichten gehandelt hat. Sie blickt tief in unser Herz. Sie kennt unsere geheimsten Gedanken. Alusa beobachtete sie scharfsinnig mit ihren schwarzen Adleraugen. Und Mikaidro wusste, dass sie jedes ihrer Worte auf die Waage legen würde und sie ganz genau hinhörte. Was mich angeht, Alusa, so weiß ich im Gegensatz zu ihr nicht, was richtig ist. Aber ich weiß, dass du immer um diese Gemeinschaft bemüht warst. Deshalb vertraue ich dir und gebe dir den Segen Mokoshas. Alusas Gesicht entspannte sich bei Mikaidros letzten Worten. Ich danke dir, Mikaidro. Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Aber ich wünsche mir, dass du mich begleitest, wenn ich vor unser Volk trete, um ihnen die Wahrheit zu gestehen über ihre ketzerische Königin. Zwei der Norbadi traten nun entschieden hinter Mikaidros Rücken, sodass ihr eigentlich gar keine andere Wahl mehr blieb. Mikaidro fügte sich der Anweisung ohne einen Kommentar. Sie folgte Alusa aus dem Tempel hinaus. Ihr habt mir eure Treue geschworen. Ihr dient diesem Land genauso wie ich. Diese Verräter hier haben diesen Eid gebrochen, die Bruderschaft beschmutzt. Sie sollen dafür bezahlen durch unsere Hand. Bringt sie auf die Mauer! In dem Vorgarten des Palasts, an dessen Rand auch der Mokosha-Tempel stand, den sie gerade verlassen hatten, herrschte inzwischen Aufruhr. Viele Norbadi hatten sich hier versammelt. Amagomer sprach zu ihnen. Zu seinen Füßen hockte ein knappes Dutzend seiner Soldaten, ihrer Waffen und Helme beraubt. Ihre Körper waren geschunden und teils schwer verwundet. Im Hintergrund entdeckte Mikaidro wehklagende und verängstigte Palastarbeiter. Küchenpersonal und persönliche Diener, die um ihr Leben fürchteten und um den Rest ihrer Familien bangten. Alusa stolzierte zwischen dem ganzen Chaos hindurch. Zielgerichtet zur Palastmauer, wo Amagomer sich gerade um die abtrünnigen Norbadi kümmerte. Vermutlich diejenigen, die zu der Königin gehalten hatten. Als er seine Mutter und deren Begleiterin entdeckte, verstummte er jedoch und wandte sich ihnen zu. In Mikaidro begann das Blut wallend bis in ihre Schläfe zu pochen, als sie dem Usurpator gegenübertrat. Auf der strahlenden Rüstung des Fürstgemahls entdeckte sie Blutspritzer. Sie waren noch rot und frisch. Und Übelkeit übermannte sie bei dem Gedanken daran, dass sie vermutlich von Königin Rasesha stammten.
Düster bemerkte er ihren Blick. Oh, bitte, Mutter, nicht sie. Beruhige dich. Sie ist auf unserer Seite. Von wegen. Sie ist Alkeshias Schoßhündin. Reiß dich zusammen. Jeder weiß, dass Alkeshia mit ihrer korrupten Art alle manipuliert hat. Was noch lange nicht heißt, dass alle hoffnungslos verdorben sind. Mikaitro biss angespannt die Zähne aufeinander, aber schwieg durch. Habt ihr sie noch gefunden? Nein, keine Spur bisher. Aber alle anderen sind in unserem Gewahrsam. Und Alkeshia? Auch nicht. Wir vermuten, dass sie das Mädchen verschleppt hat. Nun ja, sie sollen einfach weitersuchen. Bist du denn so weit? Ja. Mikaitro durchlebte alles wie in einem Albtraum. Wäre Alkeshia nicht zu ihr gekommen, sondern pünktlich zu ihrem Treffen mit Alusa erschienen, sie wäre jetzt ebenfalls tot. Stumm folgte sie Alusa die engen Stufen auf die Palastmauer hinauf. Amagomer blieb ihr unangenehm dicht auf den Fersen, sodass sie seinen schweren, heißen Atem in ihrem Nacken spürte. Jetzt hast du Glück, dass du unter dem Schutz meiner Mutter stehst, aber ich weiß ganz genau, wie eng du mit Alkeshia bist. Alkeshia ist mit vielen eng. Oder, Amagomer? Sie war schon immer eine Blenderin. Zieht sich nur an Vorteilen heraus, was sie kriegen konnte. Aber das ist nun vorbei. Mikaitro, komm. Ich möchte, dass du an meiner Seite stehst. Mikaitro wandte sich von Amagomer ab und gesellte sich an Alusas Seite. Gutes Volk von Bay El Unuk! Ihr seht mich hier blutbefleckt vor euch stehen. Und ich weine darum, dass es Blut kostete, um unser Land zu schützen. Ich weiß, ihr habt sie geliebt und so soll es auch sein, aber sie liebte euch nicht. Rasesha hat euch niemals so geliebt wie ich, niemals so, wie sie es sollte. Sie ist dem verdorbenen Geflüster einer Betrügerin erlegen und hat sich verführen lassen von der dekadenten Magie ihrer sogenannten Hohepriesterin. Ich wurde erzogen in der Obhut weiser Frauen. Ich wurde damit erzogen, ihre Worte und Magie zu ehren, wie ihr alle. Nichts hat mich glücklicher machen können, als der größten und weisesten Frau unseres Landes dienen zu dürfen, der Königin. Und nichts hätte mich mehr zerstören können, als festzustellen, dass Rasesha nicht diese Frau ist, dass sie eine Furie ist, die unsere Werte mit Füßen tritt. Nun ist Rasesha tot. Ich und meine Nobadi haben diese Fesseln des verpesteten Matriarchats gesprengt, um uns zur alten Größe zu führen. Wir entledigen uns aller Laster, die sich mit der Zeit eingeschliffen haben. Und ich fange gleich heute an mit der Beseitigung alter Relikte einer vergangenen Zeit in meinen eigenen Reihen. Er gab seinen Offizieren ein Zeichen, die hinter drei gefangenen Nobadi standen, welche sie zuvor auf die Mauer hochgeprügelt hatten. Mikaitro erkannte unter ihnen zwei der treuesten Leibwachen der Königin, die rastlos an ihrer Seite geweilt hatten. Schon im nächsten Moment wurden sie von der Mauer gestoßen. Sie zerschellten blutig am Boden zu Füßen der entsetzten Bevölkerung. Mikaitro wandte rasch ihren Blick ab und fixierte geradezu vorwurfsvoll am Magomer. Als ihre Blicke sich trafen, konnte sie für einen Moment ihren Hass auf ihn nicht verbergen. Zur Antwort blitzte eine Warnung in seinen kalten, schwarzen Augen auf, bevor er sich wieder dem Volk zuwandte. Habt keine Angst vor Veränderungen! Mokosha steht an unserer Seite! Unter ihrem Schutz werden wir die Verräter finden, stellen und über sie richten! Raseshas Familie ist in unserem Gewahrsam! Ihr habt keinen Krieg zu befürchten und wir geben euch so schnell wie möglich eine stabile Herrschaft zurück, wie ihr sie verdient! In die Gesichter der zusammengelaufenen Bevölkerung unter ihnen war die Fassungslosigkeit geschrieben. Der Unglaube darüber, dass so urplötzlich eine völlig neue Ära angebrochen war. Noch nie war eine alhanische Königin von ihrem Fürstgemahl ermordet worden. Es hatte noch nie einen schwerwiegenderen Verrat gegeben. Und Mikaitro hatte ihnen dazu Mokoshas Segen gegeben, um zu überleben, um die Möglichkeit zu erhalten,
die einzig verbliebene rechtmäßige Thronerbin zu schützen vor dem Tyrannen, der ihre älteste Schwester ermordet hatte und nun als Usurpator ihren Thron besteigen würde. Keschmir starrte abwesend auf die hohe Mauer, die den Palast umgab. Silvatica folgte seinem Blick und blieb an der mittleren, größten Zinne hängen, von dem aus die Königin zu ihrem Volk sprechen konnte, oder ihre Hohepriesterin, oder ein Usurpator. Dahinter ragte der Palast von Beyelonug auf, Sitz der Königin Alhaniens. Die Mauer glänzte, genauso wie der riesige Prachtbau, den sie schützte, in dem edelsten Grünton eines Malachiten. Ein Mauerwerk, das an Eleganz einem Edelstein in nichts nachstand. Dabei waren seine Ziegel lediglich grün lasiert, wie eine alhanische Freundin Silvatica einst erzählt hatte. Endlich waren sie wieder in Beyelonug, der strahlenden Hauptstadt Alhaniens. Sie wären viel früher zurückgekehrt, wäre Silvatica nicht wochenlang von diesem schrecklichen Fieber geplagt worden, das keine medizinische Ursache hatte. Auch wenn Silvatica und Keschmir trotzdem zu wissen glaubten, was es ausgelöst hatte. Nachdem Silvatica den Schwarmtrank mit dem Regenbogenstaub getrunken hatte, hatte ihr Herz mindestens eine Stunde nicht geschlagen. Sie hätte eigentlich längst tot sein müssen. Stattdessen war irgendetwas mit ihr passiert. Und ihr Körper hatte daraufhin heftigst versucht, sich zu verteidigen. Gegen was auch immer. Schließlich hatte das lebensbedrohliche Fieber sie über eine None geschüttelt, bevor es sie als Wrack zurückgelassen hatte. Ihre Genesung davon hatte 2 volle Monate gedauert. Inzwischen ging es ihr schon deutlich besser, aber sie war immer noch sehr kurzatmig und schlecht zu Fuß. Darum war ihr gestattet worden, neben der Hohepriesterin Dalkeshia in ihrer Sänfte Platz zu nehmen, nachdem sie ihre Kutschen und Pferde am Stadttor zurückgelassen hatten. Natürlich hatte sie die Gelegenheit genutzt, um der alten Priesterin mal ein wenig Honig ums Maul zu schmieren. Dalkeshia hatte Keschmir ein Zimmer im Palast zugesichert. Und Silvatica wollte sie dazu bewegen, dass sie selbst auch dort nächtigen durfte. Und so hatten sie sich die letzte halbe Stunde seit Zutritt der Stadt schön unterhalten. Wir sind gleich auf dem Platz der Farben angekommen, hohe Priesterin. Es war höchst erbaulich, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir werden das nun öfter tun, wenn ich gemäß unserem Plan bald als Alchemistin für die Königin arbeite. Ach, Schätze, wir werden uns noch häufiger unterhalten. Worum auch immer es geht. Ich bin in fast allen Belangen eine äußerst kompetente Gesprächspartnerin, die man nicht missen möchte. Nun, nicht ich bin die Königin. Von daher kann ich das auch nicht entscheiden. Ich bin nur für die Angelegenheiten der Zauberpriesterinnen zuständig. Richtig. Keschmir hat mir erzählt, dass ihr alle Möglichkeiten durchdacht habt, aber keinen Weg gefunden habt, ihn wieder in eure Reihen aufzunehmen. Auch ich bin nicht allmächtig. Natürlich nicht. Ach ja, eine Sache noch. Meine volle Loyalität gehört Keschmir. Und Keschmir ist dir treu ergeben. Damit kannst du dir auch meiner Treue gewiss sein. Aber wenn es darum geht, sich zu entscheiden, würde ich alles dafür tun, um Keschmir zu retten. Sicher. Ich hätte auch nicht von einer wie dir erwartet, dass du die tiefe Bedeutung der Gemeinschaft, die uns Alhania verbindet, verstehen kannst. Glücklicherweise weiß ich aber, dass Mikaedru sich immer zum Wohl des Landes entscheiden wird. Ungetrübt von verblassender Schönheit. Oh, ich bin ich. Ehrenwerte Hohepriesterin, wir sind angekommen. Bitte sehr, nach dir. Silvatica Zephyreus. Silvaticas Zähne knirschten, als sie sich ein dankbares Lächeln aufzwang und vor Dalkeshia die Sänfte verließ. Sie wurde bald von Keschmir in Empfang genommen. Die Alchemistin lehnte sich nah zu ihm, während ihre langen goldblonden Haare wie von selbst aufwirbelten und Dalkeshia den Blick in ihr oder Keschmirs Gesicht verwehrte. Sie ist wirklich eine zähe, vertrocknete Nuss.
Aber ich denke, ich konnte sie überzeugen, mich als Hofalchemistin in den Dienst der Königin zu stellen. Ach, tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Sylvatica grinste ihn zur Antwort nur schelmisch an und lief dann los, dem auffälligen Tross der Hohepriesterin mit einer Selbstverständlichkeit folgend, als hätte sie schon immer dazugehört. Kashmir blieb dicht an ihrer Seite, während sie den belebten Platz der Farben überquerten. Und Sylvatica genoss die Aufmerksamkeit der Händler und Passanten, die zusammengekommen waren, um die Ankunft ihrer Hohepriesterin zu würdigen. Und deren Augen dann aber doch an dieser wunderschönen fremden Frau in ihrem Gefolge hängen blieben, mit den goldstrahlenden langen Haaren und dem eleganten und zugleich gewagten Festgewand aus roter und weißer alhanischer Seide. Sollten Sie sich gerne an diesen Anblick gewöhnen, denn Sylvatica hatte nicht vor, jemals wieder eine geringere Stellung als an Dalkeshias und Kashmirs Seite einzunehmen. Kashmir? Riechst du das? Was? Hier brennt es irgendwo. Die Schreie. Was? Nein, Sylvatica, hier ist nichts. Ist alles in Ordnung bei dir, Sylvatica? Was? Was passiert hier? Wo bin ich? Sylvatica. Kashmir. Sylvatica fand sich heftig zitternd auf dem Boden liegend wieder. Sie war mitten auf dem Platz der Farben zusammengebrochen, wie er schien. Um sie herum überall das normale Treiben. Alle starrten sie an, aber nun nicht mehr mit Ehrfurcht, sondern unter Vorbehalt, als wäre sie eine Wahnsinnige. Was ist passiert? Du sagtest, du hast Rauch geworfen und Schreie gehört. Dann bist du selbst schreiend zusammengebrochen. Na, wunderbar. Gib mir hoch, bitte. Während Kashmir ihr auf die Beine half und sie schließlich stützte, da diese sie noch nicht selbstständig tragen konnten, beobachtete Sylvatica Dalkeshia, die selbst stehen geblieben war, um sich nach der zyklopäischen Alchemistin umzusehen. Doch als ihre Augen sich trafen, wandte die Hohepriesterin sich rasch ab und setzte ihren Weg zum Palast fort. Gut. Danke, Kashmir. Es geht mir schon wieder besser. Du kannst mich loslassen. Was war das, Sylvatica? Ich weiß nicht. Eine Vision? Wie beim Regenbogenstaub? Nein, ich weiß es nicht. Ich brauche Ruhe, um darüber nachzudenken. Tatsächlich fühlte Sylvatica sich zwar rasch kräftig genug, um wieder auf eigenen Beinen zu stehen, aber dennoch war ihr merkwürdig schummrig zumute. Als würde der Platz der Farben sich im Kreis drehen und als würden die nun verdrängten Stimmen unter dem Pflaster immer noch nach ihr rufen. Wir sind gleich an den Palasttoren angekommen. Schon traten die Norbadi der Palastwache ehrfürchtig beiseite, als Dalkeshia sich dem Tor näherte und verbeugten sich tief, während sie eintrat. Ihre Leibgarde zerstreute sich nun. Sie hatten die Hohepriesterin erfolgreich zum Palast und damit in Sicherheit geleitet. Rasch standen nur noch Kashmir und Sylvatica im Tor. Kashmir ist mein Begleiter. Er darf eintreten. Fast wie selbstverständlich hakte Sylvatica sich bei Kashmir ein, als dieser durch das Tor schritt. Doch einer der gerüsteten Norbadi hielt sie zurück. Einen Moment. Das gilt nicht für dich. Aber ich bin wiederum seine Begleitung. Dalkeshia! Würdest du bitte dieses Missverständnis auflösen? Welches Missverständnis, Sylvatica? Ich sehe keinen Grund, dich in den Palast zu laden.
Wenn ich mit der Königin über dich gesprochen habe, werde ich dich über ihre Entscheidung in Kenntnis setzen. Moment! Das war so nicht vereinbart! Ach nein. Ich hatte verstanden, dass du der Königin gerne deine Dienste in der Alchemie zur Verfügung stellen möchtest. Ja, richtig. Ich bin daher davon ausgegangen, dass du dir eine Stelle im Alchemistenviertel suchen wirst. Was hast du denn beabsichtigt? Dass du stattdessen als Schmarotzerin im Palast bleibst? Nein, dass ich... Geschmir, komm bitte, die Königin soll nicht lange auf uns warten. Ich habe unsere Rückkehr bereits ankündigen lassen. Rest ist in Ordnung. Such dir eine Unterkunft im Alchemistenviertel. Ich finde dich. Sanft tätschelte Geschmir ihren Arm, als er sich von ihr löste und an der Keschias Seite trat. Er warf ihr einen eindringlichen Blick über die Schulter zu, der Beruhigung und Warnung zugleich sein sollte. Und als die beiden den Pfad hinauf zum Palast schritten, versperrten die Palastwachen Silvatica pflichtgemäß den Weg, drängten sie dabei sogar sanft, aber bestimmt einige Schritte zurück, auf den Platz der Farben, hinein in das bunte Treiben der gewöhnlichen Leute. Fort von den politischen Angelegenheiten der Königin. Na, schön. Dann eben auf die übliche Weise. Das sechsjährige Mädchen mit dem alhanisch-dunklen Teint und den seidig-schwarzen Haaren alberte mit ihrem Falken herum und entzog ihm immer wieder einen Leckerbissen, um zu beobachten, wie der arme Falke verzweifelt danach schnappte. Marit, das ist lustig! Frech kränte sie zu ihrer Lehrerin herüber. Diese war selbst noch eine junge Frau von gerade einmal 20 Jahren. An ihrer helleren Haut und den braunen Haaren, welche sie in einem festen, geflochtenen Zopf trug, war zu erkennen, dass sie keine gebürtige Alhani war, sondern eher aus den Nordprovinzen des Bosporanischen Reichs stammen mochte. Nur ihr Name verrät, dass sie eigentlich sogar außerhalb seiner nördlichen Grenzen geboren worden war. Marit. Es war eine lange Geschichte, wie diese äußerst unscheinbare junge Frau letztlich hier im Königinreich Alhanien gelandet war. Eine Geschichte voller Umwege, Entbehrungen und Hindernissen. Marit hatte sich entspannt gegen einen alten, breiten Baum gelehnt. Eine zweckmäßige Ledergewandung kleidete ihren schlanken, konturlosen Körper. Dazu trug sie eine bequeme Reithose, wie jedes Mal, wenn sie die Prinzessin auf einen der Jagdausflüge begleiten durfte. Meistens war es ihr Vater, der Fürstgemahl Siltrojan, der seine Tochter mit auf einen Ausritt nahm. Königin Marischia saß dann meistens in internen Beratungen mit der Hohepriesterin. Während also ihr Fürstgemahl gerade auf einer Bewegungsjagd war, übte Marit mit seiner Tochter die Grundlagen der Falkenjagd. Begleitet wurden sie dabei immer von Haneas persönlichem Falken Silbersonne, einem Jungtier, das Hanea nun seit etwa 10 Monaten trainierte. Und auch Marit wurde von ihrem liebsten Falken begleitet, der gleichzeitig ihr bester Freund war. Aber nur ein geübtes Auge konnte ihn auf Marits Schulter erkennen, denn sein Gefieder war eine perfekte Imitation des dahinterstehenden Baumes. Sogar die fleckigen Flechten fanden sich farblich auf seinen Federn wieder. Er war ein Wandelfalke, ein magisches Geschöpf. Schärfe dieser Göre doch endlich einmal ein, dass wir kein Spielzeug sind. Sie schäkert doch nur. Gib ihr Zeit, Varianus. Zeit? Hilft den armen Gesellen aber auch nicht weiter. Obwohl Varianus eine magisch erzeugte Chimäre war, gehörte es nicht zu seinen ursprünglichen Fähigkeiten, dass er mit Menschen kommunizieren konnte.
Nein, das war ein Dankesgeschenk des Falkenkönigs gewesen, dem Marit vor einem Jahr im Gebirge des Rastulswal begegnet war und geholfen hatte. Seither trug sie eine seiner Federn zur Zierde in ihr Haar geflochten. Guck mal, Tayan! Langsam wurde die kleine Prinzessin übermütig. Spaßend grinste sie ihren Leibwächter Tayan an, während sie ein Küken vor dem Falken herumwirbelte und schließlich von sich schleuderte. Doch ihr Aufpasser runzelte nur skeptisch die Stirn. Los, Silbersonne, hol dir das Küken! Hania, er soll doch nicht das Küken fangen, sondern ein Tier! Das Küken ist die Belohnung, wenn er das geschafft hat. Oje, ich kann mir das nicht länger ansehen. Dann geh doch selbst auf die Jagd. Mache ich auch. Außerdem wollte ich das schon, bevor du es gesagt hast. In dem Moment, als Varianus von Marits Schulter abhob, wogte eine Flut aus Farben über sein Gefieder und hätte jeden Regenbogen vor Neid erblassen lassen. Selbst Hania hielt kurz inne, um Varianus' Farbenspiel zu beobachten und seinem Aufstieg staunend zu folgen, auch wenn sie es inzwischen schon hunderte Male gesehen hatte. Marit nutzte die Gelegenheit, um sich zu dem Mädchen zu gesellen und ihr bei dem richtigen Umgang mit ihrem Falken zu helfen. So, Hania, genug Spaß gehabt. Lass uns heute nochmal ausprobieren, ob ihr beide bereit seid, selbst Beute aufzuspüren. Dafür musst du... Oh, sieh mal, dein Vater kommt zurück. Hallo, Papa! Hania, meine kleine Sumsefee. Sildrojan war kräftig gebaut, wenn auch nur von durchschnittlicher Größe. Wie alle verheirateten Männer hat auch er sich das Kopfhaar geschoren, trug allerdings als Zeichen seines Standes einen Schnurrbart. Für den Freizeitausflug hatte er sich leger gekleidet, ganz anders als bei seinen öffentlich-amtlichen Auftritten, sobald er an der Seite der Königin stand. Auch den Fürstgemahl begleitete ein Leibwächter seiner Nurbadi-Garde. Ihnen folgte der Falknereimeister Erijan. Über seiner Schulter baumelte ein Reiher. Heute waren sie erstaunlich schnell erfolgreich gewesen. Papa, wir wollen gerade mit Silber seine Tiere jagen. Und was hast du so gemacht? Also, wir haben in dem Wald hinter der großen Lichtung gejagt, auf der wir letzte Woche gemeinsam waren. Erinnerst du dich? Wir haben dort ein paar Fallen aufgestellt und dann hat Hanjiar ein Kaninchen erspäht und erjagt. Marit hielt sich im Hintergrund, um die traute Vater-Tochter-Zweisamkeit nicht zu stören, lauschte gleichzeitig aber auch neugierig dem Gespräch. Marits Alani, die Sprache der Alhania, hatte sich in diesem knappen Jahr erheblich verbessert, da sie Tag ein, Tag aus nur noch diese Sprache nutzte. Seit kurzem begann sie sogar auf Alani zu denken. Nur wenn sie ihren Bruder im bosparanischen Viertel der Stadt besuchte, sprach sie noch Bosparano. Papa, du wolltest mir doch noch die Stelle zeigen, als du dich heimlich mit Mama getroffen hast, als ihr Kinder wart. Das ist richtig. Das habe ich dir tatsächlich versprochen. Aber das war nicht hier in diesem Waldstück. Obwohl, hier haben wir uns auch schon mal heimlich getroffen. Aber da waren wir schon fast erwachsen und ganz schön verliebt. Echt? War das das mit der Kirche? Nein, sie war nicht mit dabei, aber sie hatte deiner Mutter mein Schwert mitgegeben, nachdem sie es verzaubert hatte. Das war meine einzige Möglichkeit, meinen Vater Amagomer zu stürzen. War das schwer? Amagomer war ein hervorragender Schwertkämpfer. Hätte er geglaubt, ich könne ihn besiegen, hätte er sich niemals auf einen Zweikampf mit mir eingelassen. Hattest du Angst? Ja, ich hatte unglaubliche Angst, aber ich habe es trotzdem getan. Weil du in Mama verliebt warst. Und immer noch bin. Marit blickte auf, als sich ihnen ein Pferd aus Richtung Palast näherte. Der Norbadi hielt sein Pferd kaum 3 Schritt vor Sildrojan an. Er wirkte hektisch, wenn auch nicht panisch. Mein Fürstgemahl, die Königin verlangt nach dir. Eine Gesandtschaft aus Almada ist eingetroffen. Marit horchte auf. Eine Gesandtschaft aus Almada? Auf ihrer Flucht aus Bosporan waren sie selbst durch das Land des Mondes gereist, welches sich ähnlich wie Alhanien für seine Autonomie einsetzte. Damals hatte vor allem Kashmir schon mit dem almadanischen Emir verhandelt und dieser hatte versprochen, eine Gesandtschaft nach Alhanien zu schicken. Da hatten sie sich aber Zeit gelassen. Immerhin war das inzwischen etwa ein Jahr her.
Sildrojan erhob sich nickend und setzte seine Tochter auf dem Boden ab, um zu seinem eigenen Pferd herüberzulaufen, das in wenigen Schritt Entfernung am Rand der Lichtung angebunden war. Gut, ich komme gleich mit dir. Ihr räumt unter Sanias Leitung alles zusammen und bringt Hanya dann möglichst zügig in den Palast zurück. Sofort begann Erijan mit Hilfe der beiden wachhabenden Norbadi, die Jagdausrüstung zusammenzupacken und in den Satteltaschen der Pferde zu verstauen. Mare trat an Hanya heran und half ihr, Silbersonne das Geschirr anzulegen. Mare, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Wenn du möchtest. Ich bin auch verliebt. Aha, und in wen? Bermia. Den kenne ich gar nicht. Das ist der eine aus der Küche. Ah, na gut. Aber muss die Königin nicht immer einen Norbadi als Fürstgemahl erwählen? Der soll ja auch nicht mein Fürstgemahl werden. Sondern? Mein Liebhaber. Na, dann ist ja alles gut. Mit einem verdutzten Lächeln auf den Lippen richtete Mare sich wieder auf und verstaute Hanias Falknerhandschuh, den sie selbst mit Marets Anleitung angefertigt hatte. Silbersonnes Geschüh befestigte sie an ihrem eigenen Handschuh. Währenddessen ließ sie ihren Blick über den Himmel streifen, auf der Suche nach Varianus. Dabei konnte sie sich das auch schenken. Wenn Varianus nicht gefunden werden wollte, wurde er es auch nicht. In wem bist du denn verliebt? Marit wandte sich überrascht wieder der jungen Prinzessin zu. In niemanden. Warst du schon mal verliebt? Ich... naja... Mit dieser Frage erwischte Hania sie kalt. Ja, sie hatte mal für einen Kerl geschwärmt. Und vielleicht hätte daraus Verliebtheit werden können, wenn diese auch etwas mehr Rückinteresse an ihr gezeigt hätte. Ich mochte mal einen Kerl, aber der hat sich nicht für mich interessiert. Hä? Warum nicht? Weil, was soll ich dazu sagen? Er war eben so ein Schönling und passte eigentlich so gar nicht zu mir. Er ist eben nur ein guter Freund. Oder wohl eher war ein guter Freund. Wo ist er denn? In Bosbaran. Und ich bin hier, also werden wir uns wohl eh nie wiedersehen. Mare schenkte Hania ein schicksalsergebenes Lächeln. Ja, hin und wieder dachte sie an Ionius. Fragte sich, wie es ihm so erging. Schließlich hatte er seinen großen Traum erreicht. Er war ein erfolgreicher Dichter in Bosbaran, dem die Frauen scharenweise zu Füßen lagen, und sicher war er inzwischen auch am Horashof angekommen. Daran hegte Marit keinen Zweifel. Tja, und Marit würde nie mehr nach Bosbaran zurückkehren. Von daher war er ein guter Freund gewesen. Bermia und ich sind auch gute Freunde. Und wir wollen uns heute nach dem Abendessen treffen. Aber das ist ein Geheimnis, ja? Marit, bist du soweit? Na dann lass uns mal aufbrechen, sonst kommst du noch zu spät zu deiner Verabredung. Sanft und nachdrücklich zugleich geleitete Marit Hania zu den Pferden herüber, wo die Männer bereits auf die Prinzessin und sie warteten. Dann saßen sie auf und ritten gemeinsam zurück zum Palast. Nachdem sie das Palastgelände durch das Tor betreten hatten, folgten die Wachen Hania, während Erijan und Mare sich nach links abwandten und die Jagdausrüstung in Richtung Gesindehaus schleppten. Eine der langgestreckten Blockhäuser beherbergte ihre Falknerei. Vorschlag, Marit. Ich verstaue die Gerätschaften und versorge Mirja und Silbersonne. Danach reinigst du Anjas Käfig. Dann kannst du Schluss machen für heute. Ja, mach ich. Und so ging Marit an die eher unliebsame Arbeit, den Bussard-Käfig zu säubern, bevor sie gut 2 Stunden später schließlich ihr Zimmer aufsuchte, das direkt hinter den Ställen lag und von einem schmalen Korridor aus zu erreichen war, der mehrere Bedienstetenunterkünfte miteinander verband. Ganz am Ende dieses Ganges lagen die Räumlichkeiten des Falknereimeisters Erijan und seiner Familie. Ach, hier bist du abgeblieben, Varianus. Wie lange hockst du denn hier schon rum?
Varianus saß auf dem kleinen runden Tisch, der neben ihrem Fenster stand. Ich bin selber noch nicht lange wieder da. Sagen wir, ich habe vorzüglich gegessen. Oha, ja. Was zu essen suchen ist eine gute Idee. Ich habe auch Hunger. Mal schauen, was die Küche so übrig hat. Hania schäkert wohl derzeit mit einem der Küchenkinder herum. Der soll mal ihr Liebhaber werden. Ehrlich gesagt frage ich mich, wer sie darauf gebracht hat. Sie wird ja wohl nicht selbst auf die Idee gekommen sein. Marit setzte sich auf den beistehenden Stuhl und streichelte sanft Varianus' Gefieder, das gerade eine entspannte, ockergelbe Farbe annahm. Doch im nächsten Moment holte Sentimentalität sie ein. Armer Bärmir. Eigentlich konnte das nichts werden. Hania war die Tochter der Königin und er der Sohn einer Küchengehilfin. Ein zu großer Standesunterschied. Wie zwischen einem aufstrebenden Patrizier und einer ehemaligen Sklavin. Das war nichts, das gut gehen konnte. So viel hatte Marit gelernt. Na wunderbar. Nach dem Gespräch mit Hania hing nun die Erinnerung an Ionius wie eine lästige Klette an ihr. Ja, herein. Marit? Keschmir, ihr seid wieder zurück. Es war Keschmir, der ihr diese Anstellung in der privaten Falknerei der Königin beschafft hatte. Und somit verdankte sie ihm die schönste Beschäftigung, die sie sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und wie geht es dir? Wunderbar. Ich meine, ich habe mein eigenes Zimmer. Klar, es ist klein, aber äußerst gemütlich. Und ich muss mir keine Sorgen um meine Essensversorgung machen. Trotzdem verdiene ich sogar noch genug Geld, um problemlos meinen Bruder damit zu unterstützen. Und mal abgesehen davon kann ich die schönste Arbeit machen, die ich mir vorstellen kann. Junge Falken aufziehen und ausbilden. Und das auch noch obendrein nicht irgendwo, sondern am Hof der alhanischen Königin. Oh, und Prinzessin Hania ist ja so süß. Ich habe sie so ins Herz geschlossen. Und allein schon der Gedanke, dass sie eines Tages selbst mal Königin wird, ist geradezu überwältigend. Also ja, ich bin unglaublich glücklich. Marit, bevor ich es noch vergesse, ich bin im Auftrag der Königin hier. Heute kam eine Delegation aus Almada an. Ah, ich habe schon davon gehört. Es ist Tulia, stimmt's? Ja, sie ist es. Tulia hieß eigentlich Tulameth Saba Sulamin. Sie war lange Zeit als Spionin in Bosbaran unterwegs gewesen und hatte ihnen bei der Flucht aus Bosbaran geholfen und sie in ihr Heimatland Almada geführt. Andererseits aber war sie auch maßgeblich für den Tod ihres Freundes Gerig auf dieser Reise verantwortlich gewesen. Deswegen dachte auch Marit nur mit gemischten Gefühlen an Tulia zurück. Die Königin hat mich gebeten, bei ihrem offiziellen Empfang heute Abend dabei zu sein. Ich habe ihr erklärt, dass ich auch euch gern dabei haben würde, auf einem Fest, das denen gebührt, denen ich eine sichere Heimreise verdanke. Und sie hat zugestimmt. Das heißt, du wirst mich zum Essen mit der Königin und Tulia einladen? Dich, Silvatica und deinen Bruder. Hector auch? Auch er ist mit uns gereist. Es wäre doch unverschämt, ihn von solch einer Möglichkeit auszuschließen. Also, er wird sich sehr über die Einladung freuen. Ich hoffe nur, dass er uns nicht blamieren wird, wenn er dann anfängt, sich bergeweise gefülltes Lammfleisch reinzustopfen. Wie hat er sich eigentlich in Beyelonuk eingelebt? Oh, sehr gut, schätze ich. Er hat jetzt ein paar Freunde, die mit ihm sein Schinksierzeug machen. Und sein Krankheitsproblem? Naja, es hat sich nicht verschlimmert. Glaube ich. Er redet nicht viel darüber. Sollte Silvatica nicht mal sein Blut untersuchen? Das hatte sie gesagt. Aber dann seid ihr abgereist. Wie war es bei euch? Isileila hat sich kaum verändert. Im hohen Turm der Zauberpriesterinnen sind viele mächtige Frauen, die genauso wie früher ihre Macht nur mit pedantischem Geiz einsetzen und alles ewig abwägen. Wir hatten keinen Erfolg. Oh, das tut mir leid. Das muss ein bitteres Ergebnis sein nach einer so langen Zeit. Ich meine, wie lange wart ihr jetzt in Isileila? 3-4 Monate? Wir wären schon eher zurückgekehrt, aber Silvatica wurde von einer heftigen Krankheit gepeinigt.
Ich bin froh, dass sie überhaupt inzwischen wieder auf den Beinen ist. Oh, das tut mir auch leid zu hören. Ich werde gleich sehen, ob ich ihre neue Unterkunft in der Stadt finde, um auch ihr die Einladung auszusprechen. Ja, gut. Ich werde wohl dasselbe tun und Ektor informieren. Und dann treffen wir uns wohl am Abend wieder, was? Richtig. Ich freue mich, dass ihr dabei sein werdet. Ich gebe zu, ich habe schon angefangen, dich zu vermissen. Marit lächelte zur Antwort zaghaft. Tatsächlich war Kashmir neben ihrem Bruder Ektor und ihrem Wandelfalken Varianus die einzig weitere Vertrauensperson, die sie hier in Alhanien hatte. Und sie mochte ihn nicht nur dafür sehr. Aber im Gegensatz zu Varianus und Ektor würde sie Kashmir niemals mit ihren persönlichen Problemchen belabern. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Kashmir hatte einen hohen gesellschaftlichen Rang. Da würden Marits kleinliche Sorgen einfach nicht passen. Und das wiederum erzeugte eine gewisse Distanz zwischen ihnen. Dann bis nachher, Hanische. Nachdem Kashmir gegangen war, legte Marit ihre Arbeitskleidung ab und zog sich das alhanische Gewand über, welches Silvatica vor einiger Zeit für sie angefertigt hatte. Dann brach sie auf und verließ das Palastgebäude, um ihren Bruder Ektor zu besuchen. Sie hatten sich für heute nichts ausgemacht. Marit hoffte einfach, ihn irgendwo an seinen üblichen Orten zu finden. Seine Unterkunft, die Wettkampfstätte oder eine seiner liebsten Tavernen. Dort könnte sie dann ja auch gleich etwas essen. Ektor konzentrierte sich auf seine Umgebung nur mit Hilfe seiner Ohren und Nase. Seine Augen waren verbunden. Unter seinen Füßen spürte er das weiche Gras des Wettkampfplatzes. Aus dem Publikum kamen hin und wieder Geräusche, die er völlig ausblendete. Er konzentrierte sich nur auf ein Geräusch. Da, zwei Schritte vor ihm. Er sprang nach vorn. Er rempelte gegen einen anderen nackten Körper und riss diesen mit sich zu Boden. Der süße Geruch des honighaltigen Öls, mit dem er und seine Gegner bestrichen waren, stieg ihm in die Nase. Er spürte, wie Dreck und Grasbüschel an ihm kleben blieben, während er versuchte, die Überhand über seinen Gegner zu erlangen. Die orientierungslos fuchtelnden Bewegungen des jungen Mannes hatte er schnell unter seine Kontrolle gebracht und ihn am Boden bewegungsunfähig fixiert. Gut. Du hast gewonnen. Noch wurde das Ende nicht ausgerufen. Er horchte auf seine Umgebung. Jetzt habe ich gewonnen. Schwungvoll ließ Ektor seinen Gegner los und rappelte sich auf. Er zog sich die Augenbinde vom Kopf und hielt dann strahlend seinen Kontrahenten die Hand hin, um ihm aufzuhelfen. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr mehr über unsere Verbindung zu Shinxir wissen wollt, dann zögert nicht, mich anzusprechen. Das war wirklich echt beeindruckend, muss ich sagen. Ist es, nicht wahr? Und diese Kraft, diese Geschicklichkeit, das kommt alles von Shinxir? Richtig. Es ist sein Geschenk für seine treuen Anhänger. Shinxir ist der Gott der Disziplin, der Gemeinschaft und des strategischen Kampfes. Mein Kumpel meinte aber, ihr nehmt irgendetwas, Estonissen oder so? Nein, wir essen keine Hornissen. Nein, wir lassen uns von ihnen stechen. Das ist richtig. Es ist ihr Gift, das uns Shinxirs Kraft verleiht, unsere Sinne schärft und uns zu seinen Streitern auf Dere macht. Ah, okay. Man wird einfach stärker, scharfsinniger. Man kriegt all das einfach so, ohne irgendeinen Haken. Nun ja, es gibt schon einen Nachteil.
Und ich bin absolut ehrlich zu all meinen Mitstreitern. Die Mannbarkeit ist in dieser Zeit stark eingeschränkt. Aber das ist nur vorübergehend. Und ich kann von mir aus eines versichern. Ich vermisse es an keinem Tag. Der Bursche vor ihm wurde nachdenklich. Seine Euphorie schien mit einem Schlag wie fortgeblasen. Und Hector konnte schon jetzt aus Erfahrung sagen, dass er sich ihnen nicht anschließen würde. Ah, ja, gut. Ich überlege es mir. Ich heiße übrigens Appius. Hector. Danke. Hat echt Spaß gemacht, das Spiel. Auch wenn wir leider verloren haben. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal genug Glück, dass es gegen Talent, Erfahrung und göttlichen Beistand ausreicht. Als Hector sich breit grinsend abwandte, ließ er seinen Blick suchend über die Zuschauerschar schweifen, um weitere mögliche Interessenten zu finden, die Lust hatten, die frohe Kunde von Shinxias Gnade zu vernehmen. Dabei blieb er an einer Gestalt hängen, die ihm unpassend bekannt vorkam. Eine junge, aber eigentlich völlig unauffällige Frau bosporanischen Aussehens, gekleidet in ein braunes, einfaches Leinenkleid. Dieses Gesicht, das kenne ich doch. Sie selbst musterte gerade eingehend seine Anhängerschaft, aber nicht mit einem amüsierten Schmunzeln, wie er es von so mancher kokettierender Mädchenschar gewohnt war, die sich versammelte, um die nackten, ölglänzenden Männer mit den Augen, nun nicht auszuziehen, aber zumindest anzuschmachten. Nein, aus ihren Augen sprach dabei Skepsis und Beklommenheit. Dann trafen sich ihre Augen, und Hector lächelte sie vorsorglich freundlich an, falls er sie wirklich kannte, auch wenn er nicht mehr wusste, woher. Doch sie drehte sich rasch ab und verschwand in der Menge. Hey, Hector! Haben wir für heute genug Leute niedergerungen, sodass wir früher in die Taverne können? Hector! Hector wirbelte herum und fand seine Schwester vor sich. Oh, Marit. Meine Güte, ich suche dich jetzt schon eine Weile. Wir müssen mal reden. Es ist dringend. Wir sind heute Abend verabredet. Das war Nisha. Wer ist Nisha? Mitten im Gespräch kam Hector eine Erkenntnis. Und endlich konnte er das Gesicht der Frau einordnen. Sie war tatsächlich keine Unbekannte, aber er hätte sie niemals hier erwartet. Nisha ist eine Legionärin, eine Läuferin der Lupi Kababie aus der 3. Legion. Die kababischen Wölfe, die in Neta stationiert sind? Und was ist mit denen? Naja, lange Geschichte. Ich kenne sie jedenfalls. Genau genommen hat sie mir mal in einem Kampf das Leben gerettet, als wir mit der Legio Yakiria zusammengekämpft haben. Aha, das hast du mir nie erzählt. Naja, ist auch nicht gerade meine schönste Erinnerung. Aber das ist ja witzig. Wenn sie hier ist, dann muss sie auch desertiert sein. Gedankenversunken, aber mit einem wehmütigen Lächeln auf den Lippen, dachte er an seine Zeit als bosporanischer Legionär. Und vor allem seinen Mentor Nestor zurück. Kurz bevor sein Wehrdienst zu Ende gegangen war, hatte er einen anderen Weg eingeschlagen. Er war desertiert und seiner Schwester ebenso wie Kashmir und Silvatica in die Verbannung gefolgt. Und er würde niemals nach Bosporan zurückkehren können. Dort würde er nur als Fahnenflüchtiger hingerichtet werden. Aber traurig war er darüber keineswegs. Es gefiel ihm hier in Alhanien und mit seinem Shinxir-Kult meinte er endlich seinen Platz und seine Berufung gefunden zu haben. Wie auch immer. Mit wem sind wir denn verabredet? Du, das würde ich lieber in Ruhe besprechen. In deiner Unterkunft? Hector führte sie in seine kleine, bescheidene Einzimmerunterkunft, die sehr sporadisch eingerichtet war, was ihm völlig genügte. Viel brauchte er eh nicht. Auf einer Kleidertruhe stand eine selbstgeschnitzte Figur von Shinxir, so wie er sich seinen Gott vorstellte. In dieser Truhe war ansonsten nichts Wertvolles. Seinen größten Schatz versteckte er unter dem Bett. Es war eine gelöcherte Schatulle, in deren Inneren seine Hornissen lebten, die er täglich fütterte und hegte und die im Gegenzug ein ganz spezielles Gift produzierten. Silvatica ist wieder da. Weißt du noch, sie wollte sich dein Blut nochmal angucken, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Du weißt, wie gefährlich das ist. Keine Sorge. Ich bin schon im Gespräch mit Gama. Wem? Das ist so eine Bücherhändlerin aus dem Gelehrtenviertel. Sie hat gute Kontakte zum Yeshinya-Tempel und hätte wohl mal eine Sibylla oder so werden sollen. Aha.
Ja, das ist auf jeden Fall hier bei den Alhani schon was Bedeutendes. Jedenfalls sagte sie, dass mein Blut eher etwas Magisches als Kamales enthält. Ich würde Silvatica trotzdem mal einen Blick darauf werfen lassen. Also mal ehrlich. Silvatica will doch nur mein Blut, um irgendwelche Gifte zu mischen, die sie dann irgendwelchen selbstgemachten Feinden unterjubelt, weil die ihr nicht lüstern oder neidvoll genug auf die Brüste geglotzt haben. Ja, vielleicht. Aber es ist trotzdem eine zweite Meinung. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich es nicht machen werde. Ich sage nur, dass es sein kann, dass ich damit Silvatica vielleicht die Waffe an die Hand gebe, um die halbe Stadt zu vergiften. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Lust, über Silvatica zu diskutieren. Wir haben noch nicht mal die Zeit dafür. Wir sind zu einem Essen bei der Königin eingeladen. Wir beide? Bei der Königin? Echt jetzt? Ja. Was hast du verbrochen? Ich gar nichts. Tullia ist wohl angekommen als Gesandte aus Almada. Oh nein, nicht die Hellerhure. Tja, jedenfalls solltest du vorher nochmal baden gehen. So kannst du jedenfalls nicht vor die Königin treten. Du stinkst nach Honig und Schweiß. Was mit dem Honig müsste denen doch eigentlich gefallen? Jetzt komm schon. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Marit und Ektor kamen rechtzeitig zu den Feierlichkeiten am Palast an und wurden von Sildrojan freundlich empfangen. Marit, ich bin ein wenig überrascht, dich hier zu sehen. Ich bin auf Kechmirs Einladung hier, weil wir die Gesandte aus Almada persönlich kennen. Wir sind gemeinsam mit ihr gereist. Richtig. Sildrojan nickte langsam, als ob gemächlich die Erinnerung zu ihm zurückkehrte, dass es Kechmir gewesen war, auf dessen Empfehlung hin Mare die Anstellung an der Falkenschule des Königinnenhofs erhalten hatte. Doch sein nachdenklicher Blick verriet, dass noch mehr Gedanken in ihm kreisten. Dalkeshia scheint sehr viel auf Kechmir zu halten, dafür, dass er ein Händler ist, oder? Ein Stoffhändler, ja. Bevor er hier plötzlich aufgetaucht ist, habe ich noch nicht viel von ihm gehört. Er warf Marit einen durchdringenden Blick zu, als wollte er aus ihren Augen Kechmirs Geheimnis ablesen. Betreten zwang Marit sich, seinen Blick zu erwidern. Das ist ein wunderschönes Schwert, edler Fürstgemahl. Oder darf ich Sildrojan sagen? Du kannst gern Fürstgemahl Sildrojan sagen. Und vielen Dank. Schaljars ist immer noch mein Lieblingsstück, auch wenn es aus meiner Jugend stammt und meine neueren Werke definitiv handwerklich ausgereifter sind. Aber seine Geschichte ist nun mal einmalig. Er ließ seine Finger gedankenverloren über den Schwertschaft von Schaljars gleiten. Hat denn ein Fürstgemahl noch Zeit zum Schmieden? Weniger, als ich gerne hätte, aber wir alle brauchen eine Tätigkeit der Freude und Entspannung, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Ein Fürstgemahl geht es da nicht anders. Nun ja, aber kommt, setzt euch. Noch könnt ihr euch einen Platz frei auswählen. Unser almadanischer Freund dürfte auch jederzeit eintreffen. Marit spürte, wie ihre Hände zitterten, als sie am Tisch Platz nahm und diese neben dem Besteck ablegte. Er war schon vollständig gedeckt, auch wenn die Speisen noch abgedeckt waren, um sie warm zu halten. Allein das Geschirr sah so edel aus, dass Marit es gar nicht berühren wollte, aus Angst, es könnte kaputt gehen. Hoffentlich blamierte sie sich nicht. Und hoffentlich tat Ektor es auch nicht. Immerhin stand für ihn nicht annähernd so viel auf dem Spiel wie für sie. Marit liebte die Arbeit mit der kleinen Prinzessin. Sie liebte es, endlich wieder das Falknerhandwerk zu betreiben. Wie ich sehe, sind unsere Geschwister auch schon da, um die Ankunft unserer liebsten almadanischen Gesandten zu feiern. Verdrießlich blickte Marit zu Silvatica auf, die großspurig wie immer den Saal betrat, als wäre die anstehende Feierlichkeit nur für sie ausgerichtet. Sie trug ein langes, auffälliges Kleid, das Marit noch nie an ihr gesehen hatte. Seine tiefschwarze Farbe hob ihre goldglänzenden Haare hervor, die bis weit auf ihre Hüfte hinabwallten. Ständig in sanfter Bewegung. Marit hatte einmal eine Geschichte von güldenländischen Gorgonen gehört. Geschöpfen, aus deren Kopfhaut lebende Schlangen sprossen. Selvatica war genau das, was diesen am nächsten kam. Bin Uradam. Und du bist?
Silvaticas Phareos, Gefährtin von Keschmir und eine alte Bekannte der angesprochenen Gesandten. Dann nimm gerne Platz. Danke, aber ich stehe lieber, bis die Königin eintrifft und ich sie gebührend empfangen kann. Silvatica winkte beinahe abfällig in Cedrojans Richtung, als sie sich am Rande der Essenstafel neben Marit aufstellte. Sie wirkte geradezu enttäuscht. Schade, dass noch niemand wirklich Wichtiges hier ist. Ich hatte eine aufregendere Gesellschaft erhofft. Silvatica, du weißt aber schon, dass das der Fürstgemahl ist, oder? Für einen kurzen Augenblick entglitten ihre Gesichtszüge in einem stummen Schreck. Nur ganz kurz. Aber... sicher doch. Einmal abgesehen, war die Reise tatsächlich ganz angenehm. Ich bin lange nicht mehr in einem großen Trupp gereist. Die nervigen Nachfragen der Bosbaraner haben tatsächlich auch aufgehört, sobald wir die Nordprovinzen erreicht haben. Wieder flog eine Tür auf, doch dieses Mal an der anderen Seite des Gästesaals. Einem Gang, der aus dem tiefen Inneren des Palasts kam. Heraus trat eine edle Dame um die 40. Ihr bodenlanges Kleid war ein ästhetischer Traum, in jeder Seidenfaser einer Königin würdig. Königin Mericia strahlte Erhabenheit aus, ohne dabei abgehoben zu wirken. Sie war kühl und sanft wie eine ruhige Sommernacht. Und wenn sie die Nacht war, dann war die jüngere Frau an ihrer Seite der Tag. Neben Mericias dunkler Haut war diese geradezu blass. Ihre weißen Haare wirkten viel zu grell, fast schon blendend. Tulameth Saba Sulamin war ein ungewöhnlicher Anblick. Nur ihre markante Nase mochte daran erinnern, dass sie eine Tulamidin war. Eine ausgesprochen untypische. Die almadanische Gesandte trug ein elegantes almadanisches Gewand. Die beiden Frauen wurden von einem halben Dutzend Wachen begleitet. Vier davon waren Nobadi. Die zwei anderen Wachen aber mussten zu Tulameth gehören. Sie trugen das Mondsymbol Almadas. Ihnen folgte, sich bescheiden im Hintergrund haltend, Keschmir. Das klingt nach einer aufregenden Reise. Ich bin dennoch froh, dass ihr es trotz aller Hindernisse bis hierher geschafft habt. Ah, ich sehe noch mehr altbekannte Gesichter. Was soll das? Was machen die hier? Ich habe darum gebeten, dass auch sie eingeladen werden, verehrte Tulameth. Keschmir trat aus dem Schatten der beiden Frauen und deutete in Tulameths Richtung eine sanfte Verbeugung an, mit der er auf kokette Weise um ihre Vergebung bat. Ohne jeden einzelnen von ihnen wäre unsere Reise nicht erfolgreich gewesen. Ich hielt ein Wiedersehen für eine würdige Erinnerung. Während die weißhaarige Tulameth Keschmir abwägend musterte, trat die Königin herrschaftlich einen Schritt auf die Tischgesellschaft zu. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid und möchte euch einladen, mit uns zu essen. Bitte, setzt euch, meine verehrten Gäste. Esst, liebe Gäste, bevor das Essen erkaltet. Mare zögerte einen Moment, während die anderen ihre Teller mit Essen beluden. Sie starrte möglichst unauffällig die Königin an. Immerhin kannte sie bereits ihren Mann und ihre Tochter. Selbst ihren älteren Sohn kannte sie, aber nicht sie, Königin Mericia. Sie saß am Tischende neben Tulameth und dem Fürstgemahl. Marit bemerkte, dass an dem anderen Ende der langen Tafel keine Bestecke und Teller aufgetischt waren. Aber trotzdem waren noch immer zwei Teller leer. Der Emir würde bevorzugen, wenn wir zunächst diese Gespräche vor unseren bosbaranischen Verbündeten geheim halten würden. Sicher. Wie ist der derzeitige Stand zwischen Almada und Bosparan? Verhalten, wie eh und je. Sie lassen uns in Ruhe, wir lassen sie in Ruhe. Trotzdem, in Bosbaran braut sich etwas zusammen. Unruhe. Es gibt einige Stimmen, die ganz besonders gegen Alhanien hetzen. Wieso? Es hat mit dem angeblichen alhanischen Anschlag auf den Horas begonnen. Tulameth verwies mit einem Kopfnicken auf Keschmir.
Aber der Horus nutzt die Propaganda aus, um gegen eure Bienenkönigin zu hetzen. Er hegt einen persönlichen Gräuel gegen alle Insektengottheiten. Ich schätze, Almada wird sicher nicht bereit sein, im Fall der Fälle offen Partei für uns zu ergreifen. Welche Art des Bündnisses schwebt dem Emir also vor? Ein Informations- und Handelsbündnis in erster Linie. Wir könnten euch beispielsweise mit den neuesten Informationen aus Bosporan versorgen. Wie eine geheime Liebschaft zwischen zwei Konkubinen des Sultans. Auch ihr könntet uns gut helfen. Immerhin eilt der Ruf eurer Zauberkräfte euch weit voraus. Das sollten wir erst besprechen, wenn meine Hohepriesterin eingetroffen ist. Aber natürlich, Hohepriesterin Dalkeshia. Marit hätte selbst darauf kommen können, wer noch am Tisch fehlte. Denn was war die Königin schon ohne ihre Hohepriesterin? Stirnrunzelnd betrachtete Marit den zweiten freien Teller neben Sidrojan. Für wen war dann aber das zweite Gedeck? Alle Augen wanderten zum Haupteingang, dessen schweres Tor mühsam von einer Wache aufgezogen wurde. Ah, da sind sie ja schon. Dalkeshia stolzierte erhobenen Hauptes in den Saal und genoss den Auftritt, den Silvatica sich gewünscht hatte. Aber sie war nicht allein. Sie wurde begleitet von einer Frau. Oder besser gesagt, einem weiblich anmutenden Wesen, das zugleich nicht völlig menschlich zu sein schien. Und doch erkannte Marit sie nach ein paar verwirrten Herzschlägen wieder. Es war Sangi, Geriks alte Freundin, die Tochter des Schmieds Malogrin aus Neta. Es war das tote Mädchen, das doch nicht wirklich gestorben war. Und nun stand sie hier und bot einen atemberaubenden Anblick, denn ihre Haut glänzte, als wäre sie von Kopf bis Fuß in goldenen Bernstein gegossen worden. Er zog sich über ihre gesamte Haut, ihr Gesicht, ihre Arme. Selbst ihre Haare klebten fest an Kopf und Hals, als wäre sie gerade einem Bart aus flüssigem Harz entstiegen. Auf ihrer Stirn trug sie ein reich verziertes Diadem, das scheinbar fest auf ihren Kopf eingebrannt worden war. Die Spitze des silbernen Schmucks rahmte ein merkwürdiges Zeichen auf ihrer Stirn ein. Vermutlich hätte Silvatica mehr dazu sagen können. Immerhin nutzte sie selbst auch manchmal solche Zauberzeichen. Gekleidet war Sangi in ein alhanisches, bodenlanges Seidengewand in tiefrotem Violett. Tulameth, darf ich dir unsere Seherin in Hishinyas Dienst vorstellen? Das ist Sangi. Wir haben sie eingeladen, um unser Bündnis zu besiegeln. Sie ist eine Wahrsagerin, die seit nunmehr 4 Jahren in meinen Diensten steht. Aha. Nun gut. Marit konnte sehen, dass Silvatica Sangi genauso verblüfft anstarrte, wie sie selbst sich fühlte. Auch sie hatte augenscheinlich nicht damit gerechnet, das tote Mädchen hier wiederzusehen. Und das auf diese Weise. Meine Königin. Während Dalkeshia sich zu ihrem freien Platz an der Seite der Königin begab, blieb Sangi stehen und ließ ihren Blick begutachtend über die Anwesenden streifen. Als ihre Augen mit Marit zusammentrafen, wurde dieser schlagartig bewusst, dass sie das tote Mädchen gerade unangenehm penetrant anstarrte. Rasch wandte Marit sich schuldbewusst ihrem Teller zu. Und was soll diese Quacksalberei bringen? Sie wurde in Hishinyas Namen in der hohen Kunst der Prophezeiung ausgebildet. Unter meiner Aufsicht. Das sollte doch schon etwas wert sein, oder? Sieh es bitte nicht als Misstrauenszeichen, sondern ganz im Gegenteil. Als ein Ritus im Zeichen der angestrebten Freundschaft. Seit etwa 35 Jahren gab es keine Seherin Hishinyas am Königshof mehr. Diese tat ihre letzte Prophezeiung am Hochzeitstag von Königin Rasesha mit dem Usurpator Ramagomer. Sie beschrieb ein düsteres, warnendes Bild. Hätten wir sie doch ernster genommen. Stattdessen hatte Alusa, eine unserer höchsten Zauberpriesterinnen, ihren eigenen Einfluss genutzt, um ihr Betrug und Verachtung gegenüber des Gemeinwohls unterzuschieben und sie verbannen zu lassen. Wir hätten uns vielleicht viel Leid ersparen können. Wohlbemerkt, vielleicht. Ich weiß, dass Prophezeiungen niemals eindeutig sind.
aber in symbolischer Ehrung meiner Tante Rasesha möchte ich Hishinyas Weisheit durch sie sprechen lassen. Entschuldigt bitte meine unbedachten Worte. Ich möchte euch keinesfalls diesen Ritus verwehren. Mir war nur nicht bewusst, wie wichtig dieser für euch ist. Vielen Dank. Also, bitte, Sangi. Sangi hatte während der Diskussion still neben dem Tisch gestanden, eingefroren wie eine Statue aus Wachs. Sie atmete noch nicht einmal. Umso befremdlicher war es, als sie sich plötzlich wieder bewegte und an die Seite der Königin am Kopf der Tafel trat. Ich danke, dass mir die Ehre zuteil wird, meine Fähigkeit erneut in den Dienst der Königin stellen zu dürfen. Sangi lächelte Marisha aufrichtig an, bevor sie die Augen schloss und ihre Züge sich vor Anstrengung verhärteten. Es musste die Magie der Zauberpriesterinnen sein, die diese Bernsteinhülle geschmeidig genug machte, so dass es ihren Bewegungen folgte, ohne von ihr abzublättern. Die untote Seherin sammelte ihre Konzentration und Marit hielt selbst für einen Moment den Atem an, aus Angst, sie vielleicht zu stören. In einer Bienenwabe sitzt die Königin der Bienen, beraubt des Fliegens, denn jedes Bein ist in einer Ecke der Wabe gefesselt. Kampf und Verlust nur vermögen sie zu befreien. Das erste Übel sitzt in der Erde und verzehrt die Blüten und Früchte des Bodens. Verrottend beraubt es der Bienen Schar ihres Nektars. Doch kann ihre Königin nicht der zweiten Bürde entfliehen, umhüllt von Eis, das sie in altgefrorenen Mustern erstarrt. Nur das Feuer vermag das Eis zu schmelzen, während es zur dreifachen Feuersbrunst heranwächst. Im vierten Lauf entsteht das Wasser. Geschmolzen aus Eis vermag es die Wunden des Landes zu mildern und nährt die dürstenden Bienen. Aber nur kurz hält die Ruhe, da ungezügelte Flammen es schnell verdampfen. Der fünfte Streiter bietet ihm Schutz hinter seiner Mauer aus standfestem Gestein, die Glut und Hitze zu bändigen sucht. Doch vermag die Mauer nicht den Wind zurückzuhalten, der den sechsten Boten mit sich trägt. In dessen Schnabel ruht verborgen eine Saat. Durch diese wird dem siebten Element der Pfad geebnet. Und während die Wabe vergeht und die Erbin der Biene vom Boden verschluckt wird, überdauert das achtbeinige Geschöpf. Ja, nun, schöne Tradition. Wenn auch etwas zu dramatisch für meinen Geschmack. Es tut mir leid, Alkeshia. Ich habe mich wirklich auf die Almadanerin konzentriert, aber da war dieses andere. Es hat sich einfach vorgeschoben. Marisha, wir sollten uns zurückziehen. Aber die Verhandlung muss erst mal warten. Entschuldige bitte, Tulameth. Ich muss mich dringend mit Dalkeshia beraten. Wir vertagen unser Gespräch. Och. Der ernste Blick, den die Königin mit ihrer Hohepriesterin wechselte, ließ nur ansatzweise ahnen, dass der Auftakt des Abends keineswegs so geplant war und die Prophezeiung weit bedeutsamer sein musste, als Marit sich auch nur vorstellen konnte.